Der Lastesel ganzer Generationen. Der Caddy begleitet uns im Arbeitsalltag seit 1978. Mit Generation 2 wird es ab 1995 sogar familientauglich. Der Caddy fährt nun auf Polo-Basis. 2003 zieht Golftechnik in den Kastenwagen, erstmals auch eine dritte Sitzreihe und die 47 cm längere Maxi-Version. Seit 6 Jahren gibt es Generation 4 und der basiert noch immer auf dem Golf 5. Höchste Zeit also, dass VW Nutzfahrzeuge mit einem brandneuen Auto vorfährt. Im kommenden Caddy wird alles anders. Der Caddy in der 5. Generation und man sieht direkt einem Muster, dem bleiben sich die Jungs und Mädels bei VW Nutzfahrzeuge treu, und zwar, dass der Caddy immer in den irrwitzigsten Farben zu haben ist. Diese Farbe, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in der Kamera rüberkommt, aber in echt, kann ich euch sagen, sieht das aus wie ein gut geschmiertes Leberwurstbrot. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, es ist einfach so. Man muss sich das mal in echt angucken, aber den Caddy gibt es sicherlich auch noch in ganz vielen anderen Farben. Was ist wichtig zu sagen? Naja, der Caddy basiert nicht mehr auf irgendeiner alten Golfplattform, sondern endlich auf der MQB-Plattform und bekommt damit ganz viel Technik, ganz viele Assistenzsysteme vom Golf 8. Die neue Plattform bringt neue Maße. 1,85 hoch und 1,79 breit, 4,50 Meter lang und 4,85 Meter in der Maxi-Version. Dabei soll der CW-Wert auf 0,3 sinken. Doch nicht alles verändert sich. Eine Sache, die sich nicht geändert hat, ist die Option zur dritten Sitzreihe. Die ist leider immer nur noch nach vorne umklappbar und nicht komplett aufstellbar. Zumindest nicht so, dass die Sitze sich dann auch arretieren. Das heißt, wenn ich hier den Ladeboden komplett nutzen möchte, dann muss ich die Dinge auch immer komplett rausholen. Die Laderaumhöhe ist 1,27, Breite 1,60 Meter, Tiefe bis zu 1,80 Meter. Das heißt, hier gehen so ungefähr laut VW-Angaben 3,3 Kubikmeter rein in den ganz normalen Caddy, in den Caddy Maxi, in der Cargo-Variante sogar bis zu 4 Kubikmetern. Was hier hinten immer bemängelt wurde von uns auch, dass die Rücksitzbank nicht verschiebbar ist. Das ist leider immer noch so. Dafür ist sie nach wie vor wickelbar. Hier mal die komplette Sitzkonfiguration des Caddy im Überblick. Was die dritte Sitzreihe kostet, ist noch nicht bekannt. Im alten lag der Aufpreis bei 780 Euro. Was es auch immer noch gibt, ist das Feature hier, dass ich den Beifahrersitz komplett umklappen kann. So, das klappe ich mal wieder hoch. Ich würde sagen, der Fahrersitz ist dran. Und von dort aus sieht man das Paradestück des Neuen. Denn man hat ordentlich im Teileregal des Golf 8 plündern dürfen und den Caddy mit einem Schlag zu einem der modernsten Autos im VW-Konzern gemacht. Der erste Kastenwagen, der always on ist. Das hebt den Caddy tatsächlich einfach auf ein ganz neues Level. Also, es sticht natürlich sofort ins Auge hier dieses, wie VW es nennt, InnoVision Cockpit. Das heißt, ein digitales Cockpit als Ersatz für die analogen Instrumente und das große 10 Zoll Infotainment Display. Natürlich alles gegen Aufpreis. Standard sind ein 6 Zoll Display und analoge Instrumente. Die Funktionalität und die Spielereien des großen Cockpits sind vielfältig. Dieses System, wir hatten das ja im Golf 8 schon mal gezeigt, ist wirklich sehr intuitiv bedienbar. Man kann sehr leicht Kacheln verschieben, wie auf dem Handy. Ich tippe die einfach an, kann die verschieben. Ich kann mir verschiedene Menüs so konfigurieren, wie ich das möchte. Tasten verschwinden völlig. USB-C-Ladeanschlüsse und die induktive Ladeschale erscheinen. Auch die Qualitätsanmutung steigert sich deutlich. Die fragwürdigste Spielerei im Caddy: Sprachbedienung. Ich kann die Klimaeinstellungen mit Sprachbedienung bedienen, ich kann die Sitzheizung bedienen, ich kann Schnellwahlziele für die Navigation festlegen. All das kriegt der Caddy. Außerdem kommen Abstandstempomat und Spurhalteassistent, eine Anhängerhilfe und ein Ausparkassistent ins Auto. Technik, die es zuvor nicht im Caddy gab.
Was natürlich trotzdem ganz wichtig ist, er darf seine Praktikabilität nicht verlieren. Das heißt, ich habe hier unzählige Ablagemöglichkeiten. Hier sind zwei große Cupholder. Hier kann man so ein bisschen Kleingeld, was auch immer, reinschmeißen. Hier ist ein relativ großes Fach unter der Mittelarmlehne. Und dann, finde ich ganz interessant, hat sich VW Nutzfahrzeuge hier bei Skoda bedient, der sehr praktische Mülleimer für hier diese Seitenablage. Also hier passt auf jeden Fall mindestens eine 1,5 Liter Flasche rein, wenn nicht sogar noch mehr. Jetzt will er hier, weil die Zündung, der Schlüssel ist nicht im Auto. Also das sind dann auch die Tücken der Digitalisierung. Wenn das Keyless Go System hier verbaut ist, Schlüssel wird nicht erkannt, dann piept es halt. Was aber auch ganz neu ist, hier oben, es gibt ein Panorama-Glasdach für den Caddy als Sonderausstattung. Und das zeigt so auch die große Spreizung der Zielgruppe für den Caddy. Das heißt, er soll ein Lifestyle-Mobil sein, er soll familientauglich sein und er muss eben auch die Bedürfnisse an Lieferdienste, an Handwerker, also an das tägliche Arbeitsleben bedienen. Und das stelle ich mir ganz schön schwierig vor, das so zu entwickeln. Aber hier in dieser Variante ist das halt echt ein wirklich wahnsinniges Lifestyle-Auto geworden. Motormäßig setzt VW auf die neuesten 2-Liter Dieselaggregate mit einer Leistungsspanne von 75 bis 122 PS. Alle kommen mit doppelter Harnstoffeinspritzung und erfüllen damit die höchste Abgasnorm. Ein 1,5 Liter TSI mit 122 PS steht zum Marktstart zur Verfügung. Auch eine CNG- und Hybrid-Variante wird es geben. Der Maxi ist eine der Karosserieversionen. Ihn gibt es als Cargo, als Kombi und als Van. Auch der kurze Caddy kommt in diesen Versionen. Einige Sondermodelle gibt es gleich zum Marktstart. Und hier stehen wir jetzt sozusagen vor der ganz normalen Variante als Lieferwagen. Man sieht schon, auch dieses Auto kann man ganz schön stylisch aussehen lassen. Also die Variante hat jetzt hier LED-Scheinwerfer. In der niedrigsten Ausstattungsversion sind das ganz normale H7-Scheinwerfer. Und diese Variante gibt es aber auch theoretisch mit dem digitalen Cockpit. Wir schauen mal hier ganz kurz rein eben. Ja, wie gesagt, die Einstiegsvariante kommt dann auch mit ganz normalen analogen Rundinstrumenten. Der kleine fasst gut 3,3 Kubikmeter, der Maxi 4. Und da hinten, da steht der neue Caddy Maxi, folgt mir mal. So sieht er aus in der Cargo-Variante. Und hier sieht man auch mal die ganz normalen Scheinwerfer im Vergleich eben zu den LED-Scheinwerfern, die es als Option gibt. Und eben so eine ganz normale Frontschürze, die auch mal zerkratzen kann, die nicht lackiert ist. Genau so muss ja eigentlich so ein Lieferwagen aussehen. Und hier stehen so viele Caddys rum. Da hinten, zu dem gehen wir jetzt als nächstes. Denn es gibt auch noch eine ganz neue Ausstattungsvariante, beziehungsweise ein neues Sondermodell. Und das ist der Caddy Pan Americana. Der Name verdeutlicht, naja, auch den neuen Caddy wird es mit Allradantrieb bzw. mit 4Motion-Antrieb geben. Genau diesen Antrieb hat nämlich der Panamericana. Der ist so ein bisschen auf Offroad getrimmt, hat eben Plastik, Seitenbeplankung und ganz da drüben steht dann das große Kontrastprogramm zum Panamericana und zum Cargo Van, denn das ist der neue Caddy Edition. Das ist sozusagen designtechnisch das Maximum, was man aus dem Caddy rausholen kann. Was mir jetzt aufgefallen ist, kommt mal bitte mit, sind die Schienen für die Seitentüren, die ich jetzt so bewusst zum ersten Mal wahrnehme. Denn im Caddy 3 und im Caddy 4 sind die doch in die Karosserie, in die Seitenlinie eingelassen und mit so einer Abdeckung verdeckt. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil auch gesagt wurde, dass der neue Caddy aerodynamisch neue Maßstäbe setzt. Ein CW-Wert von 0,3 soll er erreichen. Und auch wenn er das damit vielleicht schafft, so richtig schön sieht das leider nicht aus. Aber trotzdem, der neue Caddy ist natürlich ein wahnsinnig modernes, aktuelles Auto geworden mit allen Assistenzsystemen, die er jetzt bietet. Mit der MQB-Plattform, mit der ganzen Technik aus dem Golf 8. Leider Gottes hat man uns Einstiegspreise noch nicht verraten.
Was ihr uns jetzt aber verraten könnt, ist, was ihr vom neuen Caddy haltet. In welcher Version fahrt ihr vielleicht schon einen Caddy oder in welcher Version würdet ihr euch einen Caddy kaufen? Dazu noch einen kurzen Hinweis, es wird auch eine Beach-Variante wieder geben, also eine kleine Camper-Variante des Caddy. Also schreibt uns eure Kommentare zum Caddy einfach unten rein und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da.